So, meine Lieben, weiter geht's jetzt mit den Rock-Senioren und zwar natürlich auch das erste Rennen. Und da haben wir insgesamt 11 Fahrer, zumindest laut Startaufstellung, angefangen mit Phil Hill, der die Pole-Position belegt, vor Martin Mahler auf der 2. Die zweite Startreihe belegt Zeitfierers Tayo neben Christian Retzepoff auf 3 sowie 4. Dahinter Tim Noel Peschmann auf 5 und Nico Hilgers auf der 6, gefolgt von Yannick Martena, Katzor auf der 8, Florian Thies 9, André Engel 10 und zu guter Letzt Colin Korsten auf der 11. Und wir schauen, ob der Start freigegeben ist. Hill mit der 22 auf der Strecke unterwegs. Der Start ist erstmal freigegangen. Der kommt nicht so gut ins Rennen. Dafür kommt Martin Mahler perfekt auf die Strecke. Der ist mit der Startnummer 14 unterwegs. Martin Mahler gewinnt den Start und seine Seite, dahinter ist Christian Retzepoff. Diese Seite hat sich direkt an die Spitze gesetzt, die beiden vorbeigegangen an Phil Hill. Mahler führt vor Retzepoff und Phil Hill von 2 zurück auf 3. Ich muss gerade lachen, weil Christian Retzepoff auch echt Witziges geschrieben hat. Also sein Ziel ist ja natürlich Top 3 dieses Jahr und natürlich VLN oder 24 Stunden teilzunehmen. Und da schreibt er, ja, also am besten natürlich 24 Stunden fahre auf Kosten anderer. Super, ne? Das wollen sie alle. Und ein Kart hier bei Streckenposten Nummer 6. Mit Aufreger-Garantie, also auf jeden Fall aufs Lenkrad gehauen. Die Startnummer kann ich von hier jetzt gerade nicht sehen, aber wir schauen mal weiter nach vorne. Da werden wir es gleich geweißelt kriegen, das dürfte Martena sein, ne? Martena, genau, der Yannick ist raus. Phil Hill führt hauchdünn vor Mahler, dann Retzepoff und Zeitvierers Tayo. Aber wir sehen mal, die sind wirklich alle eng beieinander. Das sind 5 Fahrer, die vorne eng beieinander sind. Wir werden hier noch mit unterhalten. Also die ersten 5 ganz eng beieinander. Dann gibt es doch ein bisschen Strecke zwischen Hilgers und Katzur. Aber diese ersten 5, das sind auch die Top-Favoriten. Ja. Da drin ist Phil Hill. Das ist der Senior-Champion aus dem letzten Jahr. Retzepoff war 3. Zeitvierers Tayo auf 4. Und ich denke mal... Phil Hill, du meinst Junioren, Junioren, ja, ja, genau. Junioren habe ich... Ja, ja, Senioren. Ja. Aber ja, Rock-Champion im letzten Jahr auf jeden Fall. Ja. Und der setzt sich jetzt auch ab. Das heißt, das, was er da gelernt hat in den letzten Jahren und seinen Titel dann bei den Junioren, das kann er jetzt ummünzen hier auf die Strecke bringen, also da geht's ganz gut nach vorne. Für Phil Hill rund eine Sekunde vor Mahler, Zeitvierers Tayo, das wird sein großer Herausforderer, der Zeitvierers Tayo startet fürs KSM Schumacher Racing Team, hat eine gute Unterstützung, aber Hilgers und Retzepoff sind auch in diesen Top 5 und jetzt hier für unser Rennen sehe ich den Fabio Katzer noch ganz sehr stark, das ist der Mechaniker, der internationale Rennen von den Colin Jamie Böninghausen, die haben sich mal ein lustiges Wochenende gegönnt und haben gesagt, wir gehen hier auf die Strecke. Das heißt, der Colin gerade bei den Junioren, der Fabio hier bei den Senioren und gleich kommt der Papa noch beim Rockshifter. Phil Hill führt weiterhin, aber sein Vorsprung schmilzt und Mahler ist hier richtig gut unterwegs mit der 14. Martin Mahler hat das zugefahren, eine 50.570, ist damit schneller als Phil Hill, 6 Zehntel hat er sich da rausgeholt, richtig gut, Tayo weiter auf 3 und Katzo, wie ich es gesagt habe, der kommt nach vorne. Auf jeden Fall. Und wie du ja bereits vorhin erwähnt hast mit dem Restriktor und so weiter, das zeigt es natürlich. Man steigt im Junioren, im Rock Junioren Cup ein quasi, fährt in dieser Klasse und dann muss man für wenig Geld nur noch diesen Restriktor entfernen und du kannst bei den Senioren mitfahren und das dann in diesem Fall seit Zeitvierers Tayo und Phil Hill gemacht und Phil Hill, dadurch, dass er ja Meister war letztes Jahr, ist natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen und das zeigt er auch hier. Also der Unterschied zwischen beiden zwischen beiden Klassen ist gar nicht mal so arg groß, muss man sagen, dass derselbe Motor ist, nur natürlich unbegrenzt. Genau, das ist halt die Idee, die dahinter steckt, dass der Rock GP Youngster Motor, der Junior und Senior Motor sind identische Motoren, ne? Also, und das zeigt es gut für die Fahrer. Du siehst es hier, der Phil Hill, was fantastisch, Junior Champion und macht hier eine richtig großartige Performance. Manuel Mahler, auch ein extrem starker Fahrer, wenn wir es hier sehen, und Zeitvierers Tayo, die hatten schon die Erfahrung aus den letzten. Dahinter gibt es einen Dreierpack und da haben wir Katzor drin, Hilgers und Retzepoff. Hier diesen Dreierpack, der jetzt hier im Infield unterwegs ist, im zweiten Infield. Angeführt vom Fabio Katzor, dann Hilgers, dann Retzepoff. Die drei eng beieinander. Und wenn wir das Feld jetzt so ein bisschen aufteilen, haben wir einen Dreierpack und einen Doppelpack. Oh, und da gab es jetzt gerade eine kleine Berührung zwischen... Das müsste die... Jetzt muss ich gerade mal schauen, welche Nummer das war. Da wurde sich auch ordentlich aufgeregt darüber.
war die 1 und die 20 müsste das gewesen sein. Also zwischen Retzepoff und Hilgers, da gab es gerade einen kleinen Auffahrunfall, also hier gerade im Infield. Da ist er eben schön ordentlich hinten drauf gefahren. Hilgers Retzepoff, der hat sich dann noch ordentlich aufgeregt. Ja, so ist das. Weiterhin, wir haben wir die drei vorne. Das ist ganz interessant zu sehen. Hill, Mala, Tayo. Drei ganz, ganz starke Fahrer. Und da haben wir drei Fahrer, die wirklich auf einem Niveau sind. Mhm. Und 4 Sekunden dahinter hatten wir einen Dreier- und Zweierpack. Da ist jetzt ein Fünferpack draus geworden. Und da hat Katzor geführt. Jetzt haben wir Retzepoff auf dem ersten Platz dieser Hauptgruppe, der Verfolgergruppe. Dann Hilgers, Korsten und Peschmann. Ja, 7/10 Vorsprung. Damit kann man arbeiten. Und das ist, denke ich, ein ganz ordentlicher Puffer, um da in Ruhe ein bisschen so seinen Vorsprung auszubauen. Inzwischen übrigens Engel mit der Startnummer 9 hat seinen Kart bei Postnummer 1, also Start- und Zielgerade, abgestellt. Für alle, die dann im Livestream auch Engel und Martina nicht mehr dabei sehen. Somit haben wir noch 9 Fahrer auf der Strecke. Genau, und die sind mit einem 3-5-1, wenn wir so im Fußball sind, so ähnlich. Also ein 3-5-1 haben wir hier auf der Strecke. 3 an der Spitze, 5 bilden das Hauptfeld. Und hinten dran, da haben wir Thies, der sich hier ins Rennen zurückkämpft und hier auf dieser anspruchsvollen Strecke ganz viel Erfahrung sammeln wird. Also das ist ganz, ganz wichtig für ihn, dass er hier durchzieht und weiterkämpft. Und er macht das auch ganz richtig gut und hat sich jetzt auch in das Rennen reingebissen. Sehr schöne Leistung von ihm auch. Also hier die ersten drei, die jetzt über Start und Ziel kommen. Phil Hill, Mala und Tayo, die haben wir schon oft genannt, aber ja, das sind die Titelaspiranten, denke ich. Genau. Dahinter Retzepoff, der sich ein bisschen schwer tut. Also wenn wir auf die Zeit schauen, gut, wir haben noch knapp 6 Minuten. Es ist einiges, es kann noch viel passieren, aber der Abstand ist halt, also 7,5 Sekunden auf Phil Hill, knappe 7,5 Sekunden, muss man sagen, das ist einfach zu viel, wenn nicht irgendwas Außerplanmäßiges passiert. Da hinten aber eine ganz schöne Gruppe, wie ich finde, Korsten, Katzor, Hilgers und Peschmann, die, wie du gesagt hast, so diese Fünfergruppe natürlich komplettieren. Da können wir auch getrost einen Blick hinwerfen. Vorne ist ja relativ auseinandergezerrt, da tut sich erstmal nichts, aber ich denke, dort hinten im hinteren Mittelfeld, da werden wir noch spannende Duelle sehen. Genau, da ist was drin und da hat sich der Christian Retzepoff, Dritter aus dem letzten Jahr, ein bisschen absetzen können, hat so ein bisschen Strecke zwischen sich und dem Colin, müsste es sein, ne? Colin Korsten. Ja, und Peschmann setzt sich jetzt gerade vor seinen, eben war es noch vor seinen Konkurrenten vor ihm, und damit ist er der neue Siebtplatzierte und Hilgers fällt auf die 8. Position zurück. Also Peschmann überholt über die Sprungkuppe, ja, nicht Springkuppe, Sprungkuppe, überholt er ihn und ist somit Siebter. Also Peschmann Siebter, Hilgers Achter. Ja, gerade eben, also der Start, wir haben ja gesehen, dass die in Fahrtrichtung linke Seite deutlich nach vorne gekommen ist. Mahler und Retzepoff am Start. Gerade eben wird Schild rausgehauen, 14+5. Jumpstart, würde ich sagen. Denke ich auch. 14+5, ja, gibt 19. Ja, genau. Aber 14 heißt natürlich plus 5. Die Startnummer 14 in dem Fall, Mahler, plus 5 Strafsekunden. Und zwar für einen Fehlstart. Also, das tut dann auch weh, kann man ganz klar so sagen. Mahler war ja von 2 gestartet. Ähnlicher Fall wie vorhin. Ja, kriegt die 5 Sekunden aufgepumpt. Der einzige Unterschied ist, dass er sie bisher nicht rausgeholt hat. Genau, das war bei Gino Nehmann der Fall. Ist schon schwierig, also da sollen 2 junge Burschen vorne die Pace machen und in den Korridoren bleiben, dann verrutschen die, dann kriegen wir 5 Sekunden auf den Sack. Aber gut, die müssen es lernen und mit ein bisschen Strafe tut vielleicht weh, vielleicht ist das der richtige Weg. Nichtsdestotrotz hat er keinen Riesenvorteil draus gehabt, denn er ist erstmal Zweiter, Phil Hill auf 1 und dann Zeitvierers Tayo ist Dritter. Und die ersten drei, das können wir jetzt sehen, wenn sie jetzt Richtung Start und Ziel kommen, auch die ziehen sich auseinander. Jetzt guck mal, sie kommen jetzt zum Start und Ziel. Da ist richtig viel Strecke zwischen den ersten dreien. Also keiner in Schlagdistanz, da wird nicht viel passieren. Und dann haben wir dieses Riesenbrett zwischen Tayo und Retzepoff. Ja, also 4/10 hat er nochmal rausgeholt, Phil Hill, muss man sagen, in der letzten Runde. Allein in der letzten Runde 4/10. Das ist natürlich schon krass, muss ich sagen. Und 7,5 Sekunden dann zwischen dem dritten Tayo und dem vierten Retzepoff. Ja. Das ist eine Welt, ne? Das musst du gucken. Das ist 10 Runden. Auf jeden Fall, ja. Und das in so kurzer Zeit, muss man wirklich sagen. Woraus das resultiert, wird man uns fragen. Es kann einfach die bessere Linie sein, besser funktionierendes Material. Es gibt natürlich immer Unterschiede. Auch wenn du denselben Motor hast, hast du immer einen, der gefühlt besser dreht als der andere.
Ja, es kann verschiedene Ursachen haben. Wir können es nicht genau sagen. Grippe gehabt die Woche. Ja. Komm, Allergie. Es kann alles sein. Also es ist nicht, dass wir die Jungs schlecht reden wollen oder so. Da gibt es tausend Punkte, die wichtig sind. Ja. Eine Einstellung, eine kleine Schräubchen, der Luftdruck, wie auch immer. Ja. Tausend Ansätze, warum das so ist. Aber faktisch ist es so. Aber die haben nichts verloren. Der Retzepoff wird Vierter und kriegt dafür saftig Punkte auf seinem Konto. Mhm. Alles gut, alles gut. Korsten auf 5. Passt. Jetzt gerade auf über Schad und Ziel. Katzor auf 6 und dann Peschmann auf 7, Hilgers auf 8. Der Fabio Katzor, wenn ich richtig informiert, ist ein Gaststarter, das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Und Thies hinten dran. Also es gibt wichtige Punkte, die Jungs sammeln die Punkte, alles ist gut, die machen das schon. Laut Hall of Fame von den Rockern ist es ja so, dass Phil Hill letztes Jahr, 2017, die schnellste Zeit gefahren ist in Wackersdorf überhaupt, also 49,457. Diesen Rekord hält er immer noch, das ist so. Und wenn man vergleicht seine Zeit jetzt, 49,659 soeben gefahren. Schnellste Zeit war 49,556 heute. Davon, ja, ein Zehntel ist er von seiner schnellsten Zeit entfernt. Also, denke ich, liefert er ganz gut ab. Man sieht, dass die Junior und Senior gar nicht so weit auseinander ist, ne? Weil die Zeit, die du genannt hast, war die Junior-Zeit. Jetzt fährt er Senior und läuft. Alles gut. Genau, normalerweise sind sie ein bisschen schneller, die Senioren. Aber nicht arg viel. Genau. Also Phil Hill jetzt sogar mit 2,3 Sekunden in Führung liegend. Also nicht, dass er noch anfängt zu gähnen. Ja. Das Ding schaukelt er. Ich klopfe auf Holz, ja. Aber ich denke, das Ding schaukelt er nach Hause, weil wir haben nur noch 1 Minute und 10 Sekunden. Ja, also ich denke auch. Also der kann sich noch selber schlagen, Phil Hill vorne. Wir messen jetzt mal die Zeit, 2,467 Sekunden, dann eine Sekunde hinter dem zweitplatzierten Maler, dann Zeit Firas Tayo auf 3. Retzepoff ist dann deutlich dahinter mit 12,5 Sekunden hinter dem ersten. Auf der vierten Position Korsten auf 5. Katzor ist 6. Obwohl, er ist jetzt zurückgefallen. Peschmann und Hilgers sind vorbei, also 6. Peschmann, 7. Hilgers, Katzor und Thies. Es geht um Punkte, es geht um eine lange Saison und wir haben 10 Rennen. Wichtig ist, nicht auszufallen. Also das wäre meine Devise, gerade am Start, wenn es so in die Saison geht und alle doch wirklich hoch motiviert sind, nicht ausfallen, cool sein, durchkommen. Und der Christian Retzepoff, den habe ich immer noch auf dem Zettel, glaubst mir, und den Colin Korsten genauso, die beiden. Auch wenn es 4., 5. sind und wir sagen, da liegen ja 10 Sekunden dazwischen, ist wurscht, die Punkte gibt's, ob du ganz nah dran bist oder nicht, die sammeln fleißig Punkte und die kommen aufs Konto und dementsprechend sind die gesichert und die sind safe, aber die Punkte wird man auch Phil Hill nicht nehmen können, der jetzt hier wirklich auf den letzten Metern, auf der letzten Runde wird es jetzt angezeigt bekommen, dass die letzte Runde angebrochen ist, denn die Zeit ist jetzt abgelaufen. Der Marius, der unser Rennleiter, wird jetzt jetzt wird der Erste gesucht, genau, und er bekommt jetzt das Schild gezeigt, letzte Runde. Eine Runde noch für Phil Hill. Das war souverän. Das war überzeugend, das können wir jetzt mal einfach genießen, einfach mal durchatmen. Es war viel Rennaction, besonders am Anfang dabei. Wir hatten die Kollision zwischen, wo Yannick Matina raus ist. Wir haben Engel verloren und wir haben jetzt die letzte Runde. Einfach mal zum Mitcruisen. 3 Sekunden der Vorsprung, da wird nichts passieren. Nee. Auf Maler, Tayo da eine Sekunde dahinter und nochmal 8, 9 Sekunden dahinter. Retzepoff und Korsten. Ja, auch hinten ist es eigentlich jetzt ziemlich auseinandergezogen, sodass es so bleiben müsste. Das Schild letzte Runde ist bereits draußen, also sind wirklich die letzten Meter für den führenden Phil Hill. So, und da sehen wir es jetzt auch für Sie im Livestream oder für euch im Livestream. Da haben wir Maler, der jetzt diese 5-Sekunden-Strafe aufgepumpt bekommt und demnach zwar als Zweiter durchs Ziel kommt, aber das Ergebnis ist ein anderes. Deshalb fällt er auf 3 zurück und das ist das Ärgerliche. Also, jetzt haben wir aber die schwarz-weiß karierte Flagge und wir beglückwünschen den Sieger hier bei den RockGP Senioren. Das ist Phil Hill. Herzlichen Glückwunsch, gefolgt von Zeitvierer Tayo, der ja durch diese Zeitstrafe von Maler auf die 2. Position vorrutscht. Da wird er sich freuen. Und wie gesagt, Maler dann auf Platz 3 gewertet wird. Ja, auf der Strecke hat Maler Zeit für das Tayo geschlagen. Ne? Also der ist der Sieger auf der Strecke natürlich, also für unsere Zuschauer daheim. Dann kommt diese Zeitstrafe dazu. 5 Sekunden, boah. Er hat ja nicht so einen Vorteil. Also da bin ich auf der Seite der Fahrer. Weißt du, wenn du jetzt da so einen Meter zu weit vorne bist und dann kriegst du 5 Sekunden,
Schade. Ja gut, Fehler gemacht ist Fehler gemacht. Ne? Verstoßen gegen die Regeln ist verstoßen und es soll natürlich fair bleiben, ob es ihm jetzt was gebracht hat oder nicht, das ist dann sein Problem. Es hätte ihm ja was bringen können, er hätte auch 5 Sekunden bekommen. Ne? Das ist so, aber natürlich blöd gelaufen, schade, aber dritter Platz ist, denke ich, auch noch in Ordnung. Genau, wichtige Punkte gesammelt und dementsprechend haben wir Phil Hill vorne, Tayo, Mahler und Redzepov im Kurs, das die ersten 5 und wir sind gleich zurück mit dem Rockshifter, da freuen wir uns drauf. Das erste Rockshifter-Rennen in Deutschland ever. Also wirklich ein Debüt, ja. Ein Debüt, genau. Ganz toll, also bleiben Sie dran oder bleibt ihr dran, ich bin ja immer beim Sie noch, aber bleibt ihr dran. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja, definitiv. Bis gleich.